Das ist meine Junghans Taschenuhr von etwa 1912. Sie geht pro Tag zwischen 8 und 12 Sekunden vor, je nachdem, wie stark man sie aufzieht. Und auf der Rückseite gibt es einen Nagelhau. Stempel drin, die jetzt schwer verwendbar sind. Ich versuch's mal. So. Und halte ich wirklich in Ehren. Und einmal alle 3 Jahre, 3 bis 5 Jahre wird sie gereinigt. Macht einfach Spaß, diese Uhr aus der Tasche zu ziehen und auf die Zeit zu schauen, anstelle ein Smartphone rausholen und auf die Zeit zu schauen. Wer will, kann sie noch ein bisschen ticken hören.